Stress reduzieren, den Blutdruck senken, Schmerzen lindern, die Lebensqualität verbessern und Krankheiten vorbeugen. Klingt nach einer super Therapie und fast zu schön, um wahr zu sein, oder? All das soll medizinisches Yoga können. Aber was ist das genau und wobei kann es wirklich helfen? Das will ich heute für euch rausfinden. Würdest du uns eine Yoga-Pose vormachen? Welche denn? Eine, die dir einfällt? Ich kenne tatsächlich keine. Ich mache einfach immer nur alles nach, was im Video ist. Vielleicht zeigst du uns einfach mal deine Lieblingsübung. Das habe ich so zu Hause so manchmal geübt. So hier. Also ich will es einfach so machen. Und dann, und dann hoch. Auch solche Dinge und nach unten. Wow, okay. Man stellt den Arm auf und dann versucht man gerade im Oberkörper zu bleiben. Und dann versuchst du einfach so gut wie möglich deine Schulter damit halt einfach auch aufzudehnen und zu mobilisieren. Popo anspannen, Bauch sehr wichtig anspannen und nach hinten. Nach hinten. Was ist es, was dich so überzeugt hat? Was spürst du, wenn du Yoga machst? Eine Ruhe. Eine Ruhe? Ruhe. Mhm. Bei sich ankommen. Was passiert in deinem Körper, wenn du die Übung machst? Entspannt und ja, relax. Das hat dann hier ja, ein bisschen die Verspannung gelöst, ne? Für viele Menschen hierzulande ist Yoga sowas wie Sport. Man muss sich verrenken, strecken und dehnen. In Indien dagegen ist es Teil der indischen Heilslehre Ayurveda und eine Art Lebensphilosophie. Yoga ist ein Wort aus dem altindischen Sanskrit und bedeutet so viel wie Vereinigung oder Harmonie und meint damit die Einheit von Körper und Seele. Yoga, wie es die meisten von uns kennen, ist eigentlich eine spezielle Form des Yoga und heißt Hatha-Yoga. Ein Zusammenspiel aus Körperübungen, Atemübungen und Meditation, womit Körper und Seele in Einklang und Harmonie gebracht werden sollen. Die Silbe H steht für Sonne und Ta für Mond. Es geht also auch um die Harmonisierung von aktiv und passiv in uns, was uns Kraft verleiht. Dafür steht das Wort Hatha im Ganzen auch. Kraft. Inzwischen fühlen sich immer mehr Menschen davon angesprochen. Yoga ist längst zum Trend geworden. Weltweit praktizieren es etwa 300 Millionen Menschen regelmäßig. Und Wissenschaftler erforschen intensiv den medizinischen Nutzen. Was kannst du dir vorstellen, was Yoga für Effekte hat für die Gesundheit? Na, eigentlich nur positiv, dass man entspannen kann. Man hat einfach diese geistige Fitness. Also das wird auch gefördert, denke ich. Ja. Sehr entlastend für die Psyche, aber stärkend für den Körper. Für die Flexibilität und Belastbarkeit der Muskeln. Wobei kann Yoga helfen? Auf jeden Fall würde ich sagen, bei Körperhaltung. Wo man halt, ich bin zum Beispiel, ich arbeite im Büro und dann merkt man, wenn man den ganzen Tag vor dem Schreibtisch sitzt und dann steht man auf und richtet sich meist einmal und Dehnung. Ich habe mal Rückenschmerzen und dann habe ich einfach so 10 Minuten Yoga-Übung gemacht bei YouTube. Und dann habe ich keine Rückenschmerzen mehr gehabt. Also klar, es hat währenddessen wehgetan, aber danach habe ich mich irgendwie wieder gelenkiger gefühlt und so, ja. Inzwischen gibt es tausende wissenschaftliche Publikationen und viele klinische Studien, die positive Wirkungen zeigen. Yoga hilft bei manchen Menschen offenbar besser gegen Nackenschmerzen und Rückenschmerzen als etablierte Rückenschulen und Krankengymnastik. Yoga wirkt gegen Stress und Stimmungsschwankungen noch besser als Sport. Das macht stressresistenter. Und krankmachenden, chronischen Stress abzubauen, ist wichtig für unsere Gesundheit. Yoga hält außerdem die Stimmung auf. Das liegt vermutlich daran, dass der Spiegel eines Botenstoffs im Gehirn namens GABA, der mit Beruhigung assoziiert ist, ansteigt. Yoga kann den Schlaf verbessern, die Einschlafdauer wird kürzer und die Schlafdauer länger. Yoga kann den Blutdruck und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. Und weil Yoga so viele positive Effekte hat, wird es hier im Emanuel-Krankenhaus Berlin auch als Therapie angeboten. Deswegen heißt es hier auch therapeutisches oder medizinisches Yoga. Und ich darf heute mitmachen. Hier richtig atmen. Und was ist der richtige Weg? Durch die Nase ein. Durch die Nase ausatmen. Danach bitte Füße hoch, Knie zusammen, Füße zusammen. Und dann jetzt langsam drehen wir Beine zur Seite. Erster Halbweg links. Okay.
und die andere Bein, rechte Bein gestreckte. Atmen bitte nicht vergessen, tief. Sie können Ihre Kopf auf jede Seite runterbringen, okay? Ich bin tiefenentspannt, wirklich, viel ruhiger, als ich gekommen bin. Und dadurch, dass man so auf den Atem konzentriert ist, vergisst man auch alles andere. Also ich habe nicht mehr nachgedacht über Sorgen oder was ich heute noch vorhabe oder so. Nicht die Gedanken hören, sondern den Körper hören. Ich finde wirklich, man verliert die Anspannung, die man häufig hat. Allein durch diese tiefe Atmung merkt man wirklich, dass die Atmung ganz durch den Körper hindurch fließt. Und das tut unheimlich gut. Freut mich, ja. So sehr. Durch das Dehnen und Atmen, es ist wirklich besser. Es ist unglaublich. Mit was für Beschwerden sind Sie denn hier und hilft Ihnen das tatsächlich? Also bei mir ist es der untere Rücken und ich merke eben durch diese Übung, wenn alles gedehnt wird und ich eben auch an nichts denke, ich plötzlich wieder hochgehen kann, ohne dass es weh tut. Es ist fantastisch. Das ist ja besser als jede Tablette. Also wunderbar. Hier an der Klinik wird Yoga aber nicht nur als Therapie praktiziert, sondern auch erforscht. Oberarzt und Forschungsleiter Naturheilkunde Dr. Christian Kessler ist bekennender Yoga-Fan. Warum? Es gibt eigentlich kaum einen Bereich im Bereich Naturheilkunde, Komplementärmedizin, zu dem es mehr hochwertige wissenschaftliche Daten gibt. Und das ist auch der Grund, wieso Yoga beispielsweise in Nordamerika, in den USA, in vielen Kliniken auch schon zum Standard gehört. Und was ist der Unterschied zwischen medizinischem Yoga und dem Yoga, wie man es im Fitnessstudio vorfindet? Wir machen hier nicht One-Size-Fits-All-Yoga, sondern wenn jetzt beispielsweise Menschen kommen mit chronischen Schmerzerkrankungen oder Bewegungseinschränkungen, dann baut man eben das mit ein in die Planung therapeutischer Yoga-Übungen und quält dann nicht die Leute mit irgendwelchen Sonnengrüßen, sondern macht entsprechend einfache Übungen oder angepasste Übungen. Vielleicht können Sie ja noch mal ein paar Beispiele nennen. Was sind Übungen, konkrete Übungen, die jemand mit einer bestimmten Grunderkrankung zum Beispiel nicht machen sollte? Menschen mit Bluthochdruck oder bestimmten neurologischen Erkrankungen, wo man jetzt eher sagen würde, da machen wir jetzt keine sogenannten inversen Übungen, also Kopf-Unten-Übungen. Kopfstand zum Beispiel. Ja, Kopfstand, weil das eben den Druck im Kopf eben verstärken könnte. Oder bei beispielsweise ängstlichen Patientinnen würden wir jetzt keine, also aus dem Bereich Yoga-Atmung, würden wir jetzt keine Übungen anleiten, die sehr stark aktivierend wirken, sondern da würden wir halt eher yoga-therapeutisch gucken, was sind genau gegenteilig wirksame Übungen, die eher vegetativ runterregulieren, die entspannen, die erden und so. Immer vor dem Hintergrund der individuell vorliegenden medizinischen Fragestellung. Was eben auch erfordert, dass diejenigen, die das mit den Patienten machen, auch über eine spezielle Expertise im Bereich des therapeutischen Yogas eben auch haben. Und was davon übernimmt die Krankenkasse? Im therapeutischen Bereich fast gar nichts, bedauerlicherweise. Also wir haben diese ganzen Präventionskurse, das ist erfreulich. Das wird dann bezuschusst von den gesetzlichen Krankenversicherungen. Aber ich würde mir eben wünschen, dass wir unter therapeutischen Gesichtspunkten in solchen Bereich Kassenerstattungsfähigkeit sehen. Wird bestimmt kommen. Hopefully. Also ich kann total verstehen, warum so viele Menschen Yoga lieben. Es bringt einen runter, verbessert die Beweglichkeit. Ich bin auch total relaxed, viel ausgeglichener als vorher. Und wenn man es richtig anstellt, kommt man auch wirklich ins Schwitzen und es ist anstrengend. Das ist schon eine coole Kombi. Und wer fortgeschritten ist, kann sogar alleine zu Hause weiterüben und braucht nicht mal teure Geräte. Trotzdem tut er sich echt was Gutes. Ich werde definitiv versuchen, mehr Yoga in meinem Alltag unterzubringen.